Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's geisteskrank, denn wir werden heute wieder einen krassen, räudigen Skatepark besuchen. Und zwar wieder der schlecht bewertete Google Skatepark hier in meiner Nähe. Ich mache ja immer dieses Format in meiner Nähe und nicht allgemein für ganz Deutschland oder sonst irgendwas. Ihr habt die letzten Videos schon komplett auseinander gefeiert. Und ich glaube, ich muss wirklich mal euch mal was weiteres bringen. Und zwar den bestbewertesten Skatepark. Den werde ich im nächsten Video, also nicht im nächsten, sondern das nächste Format von dem Video, werde ich auf jeden Fall das machen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal zum schlecht bewertesten Skatepark hier in meiner Nähe. Und man sieht ihn vielleicht schon dahin. Vielleicht kann man das ein bisschen erkennen, aber da werden wir jetzt hingehen. Leute, ich sag euch ehrlich, ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Ich habe meine Roller dabei, ich habe meinen Helm dabei. Wir werden den auf jeden Fall mal testen, aber erstmal müssen wir uns den angucken. Ich habe den nur von Bildern gesehen und der soll richtig schlecht sein und vor allem klein. Wir gehen einfach mal hin und schauen mal, wie der ist. Also Leute, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir gehen jetzt erstmal dahin. Guckt euch einfach mal an, wie wenig hier ist. Es ist eine große Fläche. Problem ist, hier gibt es kaum Rampen. Kommt mal ganz kurz her. Viele haben ja unter meinem Video geschrieben, dass die letzten Skateparks so krass waren. Also wirklich zu krass, aber ich glaube, das hier ist jetzt nicht so krass. Wir gucken uns einfach mal alles an. Wir haben hier insgesamt 4 Rampen, die man fahren kann. Also Sachen, die man einfach mit dem Roller benutzen kann. Kommt mal ganz kurz mit. Ich bin echt überrascht gerade. Es sieht richtig harzig aus. Okay, wir fangen an mit eigentlich was ganz Coolem. Und zwar haben wir hier so eine Jumpbox. Das ist so eine Steinbox. Und hier ist halt clean einfach eine Jumpbox, die absolut viel zu schmal ist. Leute, guckt euch einfach mal an, wenn ich hier oben drauf stehe. Man hat wirklich nicht viel Platz. Ich könnte wirklich nur einmal einen großen Schritt machen. Ey, wenn man da einmal irgendwie einen 360 falsch zieht, dann bist du auf jeden Fall direkt im Flat. Also die Box kann ich mir vielleicht vorstellen, dass man da was machen kann. Aber ich garantiere natürlich für nichts. Kommt mal, wir gehen mal weiter. Das Ding ist, es gibt eine Sache, die hier halt wirklich ganz cool ist, das letzte im Hintergrund, aber guckt euch mal an, wir haben hier ein Rail, sogar nicht ein Flat Rail, sondern das ist sogar ein Up- oder Down Rail, wie man es auch nennen möchte, aber es geht auf jeden Fall ein bisschen runter, das ist ganz cool, kann man auf jeden Fall ein bisschen üben, aber ich meine, ja, bringen tut einem das jetzt nichts. Dann gehen wir zum nächsten, haben wir hier so ein Rail, guckt euch das mal an, was ist das bitte? Wofür? Ich meine, man hat ja schon ein Rail, aber warum baut man da noch extra das hier? Vor allem, es ist alles ganz komisch positioniert, kommt mal ganz kurz mit. Guckt euch einfach mal den Park an, wie komisch der aufgebaut ist, in der Mitte sind einfach Steine. Soll man sich da hinsetzen oder wofür ist das? Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier ja einfach eine komische Aufteilung. Wie gesagt, dieses Rail-Ledge-Ding, was auch immer es ist, es wird nichts bringen, es wird niemand fahren, tut mir leid. Aber wir haben hinten noch was Interessantes. Wir gehen mal kurz hin und gucken, was das ist. Glaube ich, die kann man ein bisschen fahren. Und zwar hat man hier so eine kleine Hip. Eine kleine Hip kann man benutzen. Das hier, da kann man echt geile Sachen machen. Jetzt nicht für Anfänger, sondern für Fortgeschrittene schon ein bisschen. Und zwar, wenn man hier theoretisch einen Grind macht, hier durch, einmal rum, es wäre schon krass. Leute, ich will den fahren. Ich will unbedingt wissen, wie er sich fahren lässt. Aber erstmal müssen wir uns aufs Sofa hier pellen. Ich weiß nicht, warum hier ein Sofa ist, Mann. Aber ich fühle es komplett. Eine Holzbank ist das einfach. Eine richtig entspannte. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt mein Helm an, mach meine Roller fertig und dann können wir losfahren und mal gucken, was wir als erstes fahren werden. Für den Anfang würde ich sagen, fangen wir mit dieser räudigen Jumpbox an. Ob man die überhaupt springen kann oder nicht, aber ich glaube, man kann darüber irgendwas machen. Das ist ganz nice. Also man hat jetzt auch keine ekligen Flatspots hier oder so, sondern man kann relativ flüssig hier rüberfahren. Also ich glaube, das wird eine wilde Sache. Und wir gucken mal, ob wir Tricks rüber machen können und vor allem erstmal rüberspringen können. Leute, mir ist aufgefallen, man kann ja einfach nur aus dem Flatschwung holen. Man hat nicht mal eine Quarter. Was ist das? Ja gut, also springen kann man muss halt nur jedes Mal übelst anrennen. Problem aber dabei ist, dass es anstrengend ist. Ich hätte gerne eine Quarter gehabt und diese Fläche hier ist einfach bergauf. Das heißt, man muss bergauf hochfahren, anstatt die Box einfach andersrum gemacht haben. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich versuche jetzt mal ein paar Tricks rüber. Ich versuche mal einen Kicklist für euch. Es ist wirklich schmaler, als es aussieht. Kommt mal ganz kurz her. Ihr checkt wahrscheinlich gar nicht, wie schlimm sketchy es ist. Aber wirklich, man hat nur so wenig Platz, um zu landen. Es ist wirklich sehr gefährlich. Aber jetzt versuche ich mal einen Kicklist für euch. Ich glaube, mehr traue ich mich da nicht rüber. Oh! Oh mein Gott! Alter, ich hoffe, ihr habt gesehen, wie sketchy das war. Heilige Kacke! Ich habe einen Kicklist-Fiebel. Hä? Was? Digga, das war richtig sketchy. Kurz Herzinfarkt bekommen. Es sah wahrscheinlich nicht so eklig aus. Aber Leute, ich bin hier einfach mit dem Deck, damit ihr Bescheid wisst, beim Kickless. So gelandet. Hier runter. Digga. Nee, Digga. Also, ich sag euch ehrlich, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Jetzt wisst ihr, was ich meine mit, dass die Box zu schmal ist. Viel zu schmal. Wir machen ein paar 180-Tricks, denn wir haben hier nur eine Quarter, die wir leider haben. Das kann man auch nicht mal Quarter nennen. Das ist fast eine Bank. Vielleicht können wir ein paar Tricks hier rausmachen. Man kann nicht viel machen, aber es ist geil. Oh Gott, tot. Ah, diese Quarter ist zu flach. Vielleicht sieht man das mal ganz kurz. Komm mal ganz kurz her. Vielleicht sieht man wirklich, wie flach es ist. Es ist fast eigentlich nur eine Bank. Also man kann es eigentlich nicht ernst nehmen als Quarter. Aber der Rifle, der muss gehen. Oh, jawohl. Der war unnormal sketchy, Leute. Aber es geht klar. Gut, ich würde sagen, was mich jetzt gerade ein bisschen catcht, ist das da hinten. Diese Bank, was auch immer, diese Hip, was es sein soll. Wir gehen da mal ganz kurz hin, mal gucken, ob man da fahren kann. Also Leute, ich kann es mir schon vorstellen, dass es hier cool ist. Wenn man hier halt wirklich hier rausspringen möchte, ist es wieder so eine Sache von schmal. Weil man springt hier raus und landet eigentlich
fast neben der Rampe gefühlt. Aber ich will ja mal einen Feeble-Grind durchziehen. Einmal rum, vielleicht schaffe ich das. Und wieder, guck mal ganz nach hinten. Man hat keinen Anschwung, das bedeutet, ich muss wieder richtig rennen. Oh. Alter, dieser Absprung ist wirklich minimal, aber wir kriegen das hin. Ah, okay, war noch nicht ganz. Knappes Ding. Aber ich sag euch ehrlich, das Ding, das ist witzig. Oh ey, mehr komme ich nicht weiter. Ich sag's euch ehrlich, es ist nicht gewachsen. Es ist hart, das Ding, aber ich glaube, da kann man echt geile Sachen dran machen. So Lipslides und so, wenn man es kann. Ist, glaube ich, in Ordnung, aber für mehr kann man nichts das hier gebrauchen. Außer die Hip hier. Die kann man vielleicht ein paar Sachen machen. Und zwar habe ich überlegt, wenn man 180 dagegen springt und Half-Cap-Tricks macht, ich glaube, das wird was bringen. Mal gucken. Okay, erster Versuch. Okay, nein. Oh. Ich hoffe, man hat gesehen, man hat null Platz. Ey, es ist ja nicht normal. Man muss ja wirklich perfekt abspringen, um so zu landen. Das geht doch gar nicht. Wie soll man das schaffen? Wir versuchen mal andere Tricks hier rüber. Und zwar normale 180-Tricks, vielleicht 70-Tricks. Ich mache erstmal 70-Barspin, mal gucken, wie das wird. Sketchy, aber war. Oh Gott, oh nein. Gut, das lasse ich lieber. Aber Leute, ey, ich glaube, hier kann man ein paar Clips machen. Nicht krasse Clips, aber diese Boxen, welche ich jetzt sehe, ne? Ich krieg wirklich einen Anfall. Die werde ich nie wieder springen, das glaubt mir. Nie wieder springe ich diese Box mehr. Das ist anstrengend. Komm ja hier echt ins Schwitzen. Aber ich meine, jetzt mal ehrlich, das sind hier alles außergewöhnliche Rampen. Dieses Ding hier habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass es sowas gibt. Und diese Box auch. Was ist das denn, ey? Jetzt mal ehrlich, das ist ganz komisch. Euch jetzt die Rail-Tricks zu zeigen, das bringt auch nichts. Ich kann nichts im Rail und Rail hat man eigentlich fast überall im Skatepark. Und Leute, schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, ob ihr euch trauen würdet, irgendwelche krassen Tricks über die Box zu machen oder halt hier rüber, weil ich meine, man kann hier nicht viel machen. Ich glaube, ich habe so die krassesten Tricks gemacht, die man hier überhaupt machen kann. Aber wir machen nochmal ein paar Tricks, denn ich will diese Hip auseinandernehmen, weil die macht, glaube ich, hier am meisten Bock und ist auch echt am freshesten. Deswegen machen wir einfach nochmal ein paar Hip-Tricks. Oh Leute, ich hoffe, ihr habt gesehen. Ich bin dreimal weggerutscht gefühlt. Aber ich versuche jetzt mal einfach einen Oppo-Feeble-Grind hier ganz rum. Das ist gefährlicher als aussieht, glaubt mir. Es ist wirklich echt sketchy. Guck mal ganz kurz. Ich meine jetzt mal ehrlich, es ist wirklich schmal. Es sieht vielleicht auf Video nicht so krass aus, aber es ist wirklich richtig räudig. Wir machen es aber trotzdem weiter. Versuchen es hier mal durchzuziehen. Oh ja, fast, fast nochmal. Was? Fast 360 rein. Nochmal. Oh! Let's go! Leute, ich glaube, mehr kann man hier vom Ding her nicht machen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr von dem Skatepark haltet. Habt noch einen geilen Tag. Peace.